Hey, in diesem Video wird es heute um meine neuen Piercings gehen. Ihr habt mir so viele Fragen dazu gestellt und oh mein Gott, ich glaube, ich habe noch nie so viele Fragen bekommen. Überhaupt, so privat, auf den ganzen Livestreams, Instagram, AskFM, überall. ich habe mir vor, ich glaube, eine Sekunde. Ich habe mir nämlich vor 2 Wochen Nippelpiercings machen lassen und ich werde euch in diesem Video alles erzählen in Bezug auf die Schmerzen, Kosten, Pflege, warum, alles Mögliche. falls euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall dran und falls euch nicht interessiert, was mit meinen Nippeln abgeht, dann kann ich das auch verstehen, aber dann geht einfach. Oh mein Gott, Leute, ich habe so unglaublich gute Laune und ich hatte auch mega Lust, jetzt ein Video zu drehen, deswegen ich freue mich auf jeden Fall und ich würde mal sagen, wir fangen einfach an. am besten fange ich das mal so ein bisschen geordnet an. Also es kam zum einen die Frage, warum ich mir überhaupt Nippelpiercings machen lassen wollte und eigentlich war das relativ spontan. Ich hatte zwar schon so vor ein paar Jahren mal drüber nachgedacht, aber das war halt so kein ernsthafter Gedanke. So, ja, Nippelpiercings wären ganz cool. Und ja, dann vor 2 Wochen dachte ich mir, ey, warum nicht so? Wenn ich jetzt, wann dann? ich wollte generell ein bisschen Veränderung haben und eigentlich wollte ich ein Piercing im Gesicht haben. Ich bin aber der Meinung, dass ich ein sehr zartes Gesicht habe. Das wurde mir auch sehr oft gesagt, dass mir Piercings im Gesicht eigentlich nicht stehen, außer das Nostril. Und ihr kennt ja die Geschichte mit dem Nostril. Deswegen dachte ich mir so, nee. und dann dachte ich mir, ja, Bauchnabelpiercing wäre eigentlich auch ganz cool, aber da finde ich die Narben, die bei einem Bauchnabelpiercing bleiben, ganz furchtbar. Also da hast du ja einfach nur so ein Loch. Finde ich nicht schön. Und dann dachte ich mir so, ey, du wolltest mal Nippelpiercings haben. Warum machst du das nicht so? Und ja, dann hat sich das alles irgendwie gezögert, weil ich nicht alleine zum Piercer wollte und dann irgendwann spontan bin ich mit meiner besten Freundin zu dem Piercing-Studio gefahren. Ich war bei Skinworks in Köln, das ist in der Nähe vom Rudolfplatz, aber müsst ihr einfach mal googeln. Ich gehe nur noch zu diesem Laden hin, ich empfehle diesen Laden auch jeden Leuten, die mich fragen. Die haben mir damals so geholfen wegen meinem Nostril, obwohl die da ja gar kein Geld an mir verdient haben. Ich habe da mein Ohrloch stechen lassen, weil ich ja hier Narbengewebe hatte. Ich habe mich da auch beraten lassen, ob ich das überhaupt noch dehnen kann. Die haben mir bei meiner Nase geholfen, wie gesagt. Und es ist ein super freundliches Team. Also ich bin da an einem Dienstag, glaube ich, hingefahren mit Jovana und dann war da das Mädchen, was mir halt auch mein Nostril rausgemacht hatte und oh mein Gott, die ist so lieb und so hübsch. Ich bin voll neidisch auf ihr Aussehen. Auf jeden Fall bin ich da hingegangen, meinte so, ja, ich hätte gerne Nippelpiercings. Ist denn die Martina da? Weil ich hatte mich halt auch beraten lassen von wegen, beziehungsweise ich hatte auf der Internetseite halt geschaut, wer die Piercer sind und da war halt Martina. Sie hat sich so auf Intimpiercings spezialisiert und macht das halt auch schon was länger und ich dachte mir halt so, ja, wegen meiner Nase möchte ich da auf jeden Fall zu jemandem gehen, der da wirklich Ahnung von hat und wer wäre da besser als sie halt und dann bin ich da halt hingefahren und habe gefragt, ob sie da ist und sie war halt nicht da. Aber halt die andere Piercerin, ich weiß leider nicht, wie sie heißt, keine Ahnung, aber sie hatte mich dann halt beraten wegen den Nippelpiercings. Ich habe dann halt gesagt, okay, dann machen wir dieses Beratungsgespräch und dann machen wir danach einfach einen Termin für die Piercings an sich. und ich hatte wirklich so mega viele Fragen, weil ich hatte im Internet gelesen, dass man davon Brustkrebs bekommen kann. Ich habe viele Horrorgeschichten gelesen, ich hatte sehr viele Fragen wegen der Pflege, vor allen Dingen halt auch wegen meiner Nase, weil das war das Einzige, was mich so davon abgehalten hat. Ich hatte Angst, dass ich da auch diese Blutblase, Wildfleisch-Kacke bekomme und sie hat mir halt komplett die Angst eigentlich genommen und mich halt auch überzeugt davon, weil eigentlich wollte ich erst nur einen machen. Das wäre natürlich günstiger gewesen und was wollte ich sagen? Und es wäre halt, nur einmal Schmerzen, ne? Also, keine Ahnung. Ich wollte halt so erstmal schauen, wie das ist und ob ich mir dann noch mal eins mache. Und sie meinte halt so ganz ehrlich, du wirst dir danach kein zweites machen.
Und eigentlich finde ich zwei persönlich auch schöner. Also ich habe jetzt auch zwei. Und ja, dann hatte sie auf jeden Fall, wie gesagt, alle meine Fragen geklärt. Ich weiß gar nicht mehr explizit, was ich alles gefragt habe. Das war so viel. Sie hatte mir halt auch einen erstmal so random angezeichnet und ich fand das halt voll schön. Und dann war ich komplett überzeugt eigentlich. Ja, und dann hatten wir das Gespräch beendet. Ich hatte alle meine Fragen geklärt und dann hieß es ja, am Freitag kannst du hier hinkommen um 18 Uhr. Dann ist die Martina da und dann können wir dir die stechen lassen. Und dann hatte ich halt den Termin eingewilligt und bla bla. Und ja, dann war es Freitag. Ich war so nervös, ey. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie nervös ich war. Jovanna kam halt nach ihrer Ausbildung und ich hatte ja auch erstmal Schule, kam sie zu mir. Weil ich muss dazu sagen, weil mich einige gefragt haben, wie das von den Schmerzen her war. Meine Piercerin, die mich beraten hatte, hatte halt gesagt, ich kann die Nippel vorher mit Emla-Salbe betäuben. Ich kann euch das mal zeigen. Das ist das hier. Das ist eine Salbe, die Tube ist nicht wirklich groß, die Verpackung sieht nur so groß aus. Ich kann euch das mal zeigen. Das ist die Tube. Die kostet 10 Euro in der Apotheke und sie hat halt gesagt so, ja, du kannst die Nippel vorher eine Stunde vorher kannst du die damit betäuben. Einfach einschmieren und Pflaster drauf und dann kommst du hier hin, so. Ja, ich bin halt in die Apotheke gegangen, habe mir das gekauft und dann kam Jovanna hier hin und wir haben das halt gemacht und in der Anleitung steht halt ein Häufchen. Jetzt ist die Frage, ist das ein Häufchen? Ist das hier ein Häufchen? Ich hatte keine Ahnung, welche Menge ich von der Salbe da drauf klatschen sollte. Also habe ich einfach mal so eine Fingerspitze genommen und das so ein bisschen grobflächig da drauf gemacht. Pflaster drauf. So. Das hat auch relativ okay betäubt, aber wir sind dann dahin gefahren und haben halt alles ausgefüllt, bla bla bla. Und dann wurde ich gefragt, ja, hast du denn auch die ganze Tube verwendet? Nein. Wie ihr sehen könnt, diese Tube ist noch voll, ja. Und ich meinte so, nee. Und dann, oh je, dann gucken wir gleich mal, wie gut das betäubt ist, so, ne? Und ich schon voll so, oh mein Gott, nein, was habe ich getan? Auf jeden Fall, hatte ich mich dann, wie gesagt, da ausgezogen und weil mich auch einige gefragt haben, ob das unangenehm ist, mich da vor den Piercern auszuziehen. Das war für mich gar nicht schlimm. Also die Martina und die andere Piercerin waren halt da im Raum und Jovanna halt, also alles nur Frauen. Das war kein Problem für mich und selbst wenn es ein Mann gewesen wäre, das wäre mir eigentlich auch egal gewesen, weil, glaub mir, die sehen ganz andere Dinge. Also war mir das relativ egal und ja, ich habe mich da auch wirklich gar nicht unwohl gefühlt. Ich habe mich allgemein in diesem Laden fühle ich mich sehr in guten Händen, so, weil die haben Ahnung von dem, was sie machen, nicht so wie andere Piercer. Naja, auf jeden Fall hatte sie dann halt angezeichnet und ich war wirklich sehr nervös. Sie hat das angezeichnet und dann halt erstmal mit so einer ganz dünnen Nadel so gegen den Nippel gepiekst und das habe ich halt nicht gespürt. Aber dazu kommen wir gleich. Auf jeden Fall habe ich mich dann hingelegt und sie hatte das halt dann angefangen. Und dann kommen wir, glaube ich, einfach mal zu der Frage, wie das mit den Schmerzen ist. Also ich werde gleich nochmal die Fragen durchgehen, aber ich erzähle jetzt einfach mal so, wie das von meiner Seite war. Und ja, sie hat dann mir auch den Schmuck erstmal gezeigt. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt gerade gar nicht, welche Länge oder Kugeldicke. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist auch von Brustwarze zu Brustwarze unterschiedlich, weil jede Brustwarze hat eine andere Größe. So, und dann braucht dann halt auch einen längeren Stab und so. Auf jeden Fall hat sie dann halt die Nadel genommen und durchgesteckt, ne? Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann. Es war ein sehr ekliger Schmerz. Also ich habe mir vorher, bevor ich zum Piercer gegangen bin, habe ich mir viele YouTube-Videos angeschaut und manche sagten, ey, die sind gestorben. Manche sagten auch voll easy. Ich kann es gar nicht so gut beurteilen. Ich kann euch aber sagen, mein Nostril war eine 10 von 10 auf der Schmerzensskala. Das würde ich nie wieder machen. Es war... Nee, das war ganz furchtbar. Aber durch die Emla-Salbe habe ich das Gefühl, dass es ging. Und ich hätte, wenn ich es hier richtig angewendet hätte, hätte ich, glaube ich, auch gar keine Schmerzen gehabt. Aber ihr könnt euch das so vorstellen, dass das
Durchstechen am Anfang ging das voll. Dann kam die Mitte. Oh hell no. Die Mitte war schon richtig eklig und dann das Rausstechen war auch nochmal ekelhaft. Aber es ging so, weil voll viele sagen ja immer, ich bin gestorben. So, ja, nee, ich lebe ja noch so. Deswegen, ich würde es vielleicht jetzt nicht unbedingt nochmal machen. Aber einfach auch, weil ich sie jetzt habe. Ich kann das nicht so beurteilen, wie wenn ich sie jetzt rausnehmen müsste. Deswegen keine Ahnung, aber es ging. Das Piercing einsetzen war auch nochmal richtig eklig. Das war so ein brennender Schmerz. Das war richtig eklig. Aber ich muss auch persönlich sagen, dass ich relativ empfindlich an den Nippeln bin und das auch nicht mag, wenn man da so hardcore rumfummelt. Und das fand ich so geil. Dann meinte die Martina, ja, deine Nippel werden sich danach erstmal so anfühlen, als hättest du eine harte Nacht mit einem Nippelfetischisten verbracht. Genauso hat sich das auch angefühlt. Es war ein Brennen, ein Ziehen und es war einfach nicht angenehm. Auf jeden Fall fand ich, dass diese Brustwarze weniger wehgetan hat als diese. Einfach weil sie hier auch so ein bisschen rumgezuppelt hat, noch am Ende, keine Ahnung warum, ich weiß es nicht, auf jeden Fall war ich dann fertig. Sie hat alles nochmal desinfiziert und mir dann so Pflaster drauf gemacht. Das waren andere Pflaster als die, die ich im Endeffekt mitbekommen habe. Auf jeden Fall hat sie die dann drauf gemacht und die sollte ich erstmal einfach so lange... Was da denn? Sollte ich so lange drauf lassen, bis ich halt das erste Mal duschen gehe. Ich war dann, ich glaube, 2 Tage später duschen, sodass ich halt die Pflaster richtig schön einweichen konnte und so halt auch abgemacht habe. So, wie gesagt, der Schmerz nach dem Stechen war echt ein bisschen eklig. Brennen, ziehen, aber ich glaube, das ist normal. Also das ist normal, hundertprozentig. Ja, auf jeden Fall bin ich danach auch noch Auto gefahren. Also ich habe mich jetzt nicht so kaputt gefühlt, dass ich nicht mehr Auto fahren konnte oder so, weil das hatte nämlich eine Freundin mir gesagt, ja, leg dich danach hin, du wirst dich erstmal tot fühlen. Auf jeden Fall hatte ich dann auch erstmal eine Nacht drüber geschlafen und ich muss sagen, sie haben ein bisschen nachgeblutet, aber das ist auch völlig normal. Also es war jetzt keine große Menge, beide haben geblutet und ja, am nächsten Morgen, das kann ich euch auch noch erzählen, bin ich aufgewacht, also nein, davor noch, als ich abends eingeschlafen bin. Ich habe nicht auf dem Bauch geschlafen, weil ich schlafe normalerweise immer auf der Seite oder auf dem Bauch. Rücken schlafen geht bei mir gar nicht. Aber ich habe diese Nacht dann halt auf dem Rücken geschlafen. Das ging voll klar, also ich bin auch mega schnell eingeschlafen deswegen. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und ich dachte mir, wo sind meine Piercings? Die tun gar nicht mehr weh. Also sie haben wirklich gar nicht mehr weh getan. Ich habe sie nicht gespürt. Ich dachte mir so, okay, sind die noch da? Sind die schon rausgefallen? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall war es am nächsten Morgen halt völlig okay. Dann sauber machen, halt als ich duschen war, war auch okay. Ja. Ich glaube, das war grob erstmal alles. Ich werde jetzt auf eure Fragen explizit eingehen, weil da werde ich wahrscheinlich dann auch nochmal ein bisschen mir was einfallen. Also da wird mir wahrscheinlich nochmal was einfallen, was sie noch nicht gesagt hat, aber fangen wir einfach mal an. Möchte gerne den Unterschied vom Aussehen der Nippel wissen. Was ist jetzt anders als vorher? Sehen die jetzt 24/7 hart aus? Muss sie natürlich nicht zeigen, aber vielleicht etwas beschreiben. Also ich kann dir sagen, dass deine Nippel nicht immer hart sind. Das ist so ein Irrglaube. Aber du musst dir halt vorstellen, der Nippel steht. Also das ist der Nippel und wenn der halt schlaff so ist, ne? Du musst dir vorstellen, da ist ja jetzt ein Stab durch. Das heißt, die Nippel stehen, aber die sind nicht 24/7 hart. Falls du weißt, was ich meine, weil du bist ja nicht erregt oder die ist ja nicht eisekalt. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Ja, ich hoffe, das hat deine Frage soweit beantwortet, weil ich habe auch gedacht, dass die Nippel 24/7 hart sind, aber das sind sie nicht. So, das ist nochmal was anderes, wie wenn ich jetzt meinen Oberteil ausziehen würde und mir arschkalt ist und dann sind die Nippel hart. So. Waren die Schmerzen erträglich? Wären sie nicht erträglich gewesen, wäre ich wahrscheinlich gestorben und ich bin nicht gestorben. Also es war völlig okay. Ich würde fast behaupten, es war so eine 5 auf der Schmerzensskala. Ja, aber es war ein ekliger Schmerz. Also es war ein anderer Schmerz als wie mein Nostril. Mein Nostril, danach konnte ich nicht reden. Ich konnte nach meinem Nostril nicht reden, nicht lachen, nicht atmen, nicht küssen. Ich konnte nichts. Es war so schlimm. Deswegen. Woher kam denn die Inspiration dazu? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Wie gesagt, ich hatte mal vor
boah, keine Ahnung, da war ich, glaube ich, 15, da hatte ich mal mit meiner Mutter aus Spaß gesagt, ja, wir machen uns das zusammen. So, sie meinte das nicht ernst, ich meinte das ernst. Und irgendwie hatte ich das halt schon immer Lust drauf, weil es, ich finde, das sieht einfach mega ästhetisch aus. So, meine Mutter findet das ganz furchtbar. Ich finde es halt mega schön und alle anderen, die ich so gefragt habe, so Giovanna meinte auch, dass das mega schön aussieht und sie hat es ja auch bei mir jetzt gesehen und meinte auch so, das sieht schon gut aus. Wie ist der Umgang damit? Also bleibst du schnell irgendwo hängen oder tust du dir weh oder so? Dazu kann ich noch was sagen. Die Pflege danach. Ich habe mitbekommen, einmal eine Pflegeanleitung, aber da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo die ist. Aber ich kenne die Pflege deswegen. Einmal dieses Prontolint-Spray, das ist wie so ein Actinisept. Und von Prontolint so ein Piercing- und Tattoo-Gel, das ist so Afterpflege, das klingt so komisch. Aftercare halt, ne? Ja, das ist wie so eine Versiegelung. Könnt ihr hier sehen, das ist wie gesagt so ein Gel. Dann nimmst du so ein bisschen auf den Q-Tip und machst das so um die Stichkanäle. Und ich habe halt solche Pflaster bekommen, die könnt ihr jetzt hier mal sehen. Die habe ich halt, ich hatte glaube ich 14 Stück. Und die habe ich halt immer nach dem Duschen, also ich habe die halt beim Duschen abgemacht. Und dann immer wieder nach dem Duschen drauf gemacht und dann immer bis ich wieder geduscht habe. Ich habe glaube ich so alle 2 Tage geduscht. Deswegen kam ich auch relativ weit damit aus, wenn du jeden Tag duschen gehst. Klar musst du die jeden Tag halt auch sauber machen und abmachen und Neues drauf machen. Ja, aber deswegen hatte ich halt auch noch viele davon. Komischerweise habe ich irgendwie eins verloren. Deswegen habe ich halt nur noch eins. Aber das werde ich für den Notfall aufbewahren, falls ich mal irgendwie Zicken mit irgendeinem Piercing bekomme. Und dann kann ich das da drauf machen, so als kleinen Schutz für 2 Tage. Ja. Jedenfalls hatte ich das hier noch dazu bekommen, also Pflaster. Die habe ich auch, wie gesagt, immer drauf gemacht. Deswegen, es war richtig, richtig gut, weil es gibt ja Leute oder Piercer, die sagen, keine Pflaster drauf machen und nix und so. Aber so hatte ich keine Angst, jetzt die zwei Wochen, und ich weiß nicht, wie lange ich jetzt die Pflaster getragen habe, hatte ich keine Angst, dass ich hängen bleibe. Ich musste auch kein BH tragen, weil diese Pflaster mir so ein kleines bisschen so Halt gegeben habe. Aber ich habe auch jetzt nicht so riesen Brüste, wo ich sagen muss, okay, ich muss ein BH tragen. Finde ich also ganz gut. Ja, auf jeden Fall hatte ich durch diese Pflaster halt nicht die Angst, dass ich hängen bleibe. Aber ich kann dir sagen, ich dachte mir nämlich einen Abend so free the nipple und ich lag so auf dem Bett und wollte meine Arme unter mich unter den Armen abtrocknen. Und da bin ich mit einer Faser vom Handtuch hängen geblieben. Und das hat schon richtig wehgetan. Und mein Nippel tat danach auch noch relativ weh. Und der rechte, mit dem rechten bin ich hängen geblieben, tut auch immer noch mehr weh als der linke, obwohl der linke nach dem Stechen ein bisschen mehr Zicken gemacht hat. Also der tat ein bisschen mehr weh und länger weh. Deswegen ein bisschen blöd jetzt, aber das geht eigentlich völlig klar. Also ich habe da jetzt keine Probleme mehr oder sonst was. ja, also bleibt man leicht hängen, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich bin momentan wirklich so vorsichtig und passe so darauf auf. Also keine Ahnung. Ich weiß aber auch nicht, wie es ist, wenn die abgeheilt sind, ob das dann noch weh tut. Okay, war es komisch für dich, dich vor dem Tätowierer, beziehungsweise es war ja ein Piercer, auszuziehen? Nein, war es nicht. Komplikationen hatte ich, wie gesagt, eigentlich keine. Sie sind auch super am Abheilen, also gut, ich bin einmal hängen geblieben, aber sonst alles cool. Fühlen sie sich komisch, beziehungsweise ist es unangenehm, wenn du ein BH anhast? Ich hatte gestern zum ersten Mal, seitdem ich sie mir stechen lassen habe, ein BH an und das war völlig okay. Also gut, wie gesagt, mein Rechter war ja ein bisschen irritierter, sage ich mal. Deswegen, es war manchmal ein bisschen unangenehm, aber es ging völlig klar. Ich kann euch auch noch sagen, als ich das erste Mal ein Oberteil anhatte ohne die Pflaster, war das schon echt unangenehm. Ich weiß nicht, ob Frauen das auch manchmal haben, wenn man so ein lockeres T-Shirt anhat und das die ganze Zeit so über die Nippel reibt, dann so ungefähr hat sich das angefühlt, nur dass jede kleine Berührung da unangenehm war. Aber inzwischen geht das auch wieder voll klar. Ich trage, also ich fühle mich halt, wie gesagt, nicht gezwungen, jetzt ein BH anzuziehen. Deswegen trage ich meistens so ein enges Top, was mir so ein bisschen Halt gibt. Und so habe ich auch nicht die mega Reibung zwischen T-Shirt und Nippel. Deswegen kann ich euch empfehlen, falls ihr nicht so riesen Brüste habt, dass ihr einfach ein Top tragt oder so.
Aber ich habe, wie gesagt, mich auch mit einer Freundin unterhalten, die auch Nippelpiercings hat. Und sie hat mir zum Beispiel empfohlen, nachts ein BH zu tragen. Fand ich jetzt zum Beispiel gar nicht nötig, weil es, wie gesagt, durch die Pflaster hatte ich halt keine Reibung oder sonst was. Und doch, jetzt trage ich halt keinen BH beim Schlafen. Also müsst ihr, glaube ich, auch mal ein bisschen für euch selber schauen. Wie viel haben sie gekostet? Das ist auch eine sehr gute Frage. Meine haben 150 Euro gekostet. Ja. Manche bezahlen 90 für beide. Also Respekt, was ihr da für Pierce habt. Ich persönlich würde so wenig Geld aber auch nicht bezahlen. Weil, wie gesagt, ich habe halt jetzt meinen Piercer des Vertrauens und ich vertraue auch nur ihr und dem Studio. Die sind super gepflegt, super sauber. Also da brauche ich mir keine Sorgen machen. Gute Komplikationen kann es immer geben, aber ich hatte, wie gesagt, jetzt auch keine. Und ich würde halt nicht zu einem Billig-Piercer gehen, der das vielleicht zum ersten Mal macht. Also, keine Ahnung. Würde ich nicht machen. Ich habe 150 Euro bezahlt. Bist du der Meinung, es ist nur für kleinere, straffere Brüste gedacht oder jeder, wie er mag? Jeder, wie er mag. Wie lange hattest du schon den Gedanken und warum jetzt den Mut dafür gehabt? Tatsächlich hatte ich den Mut dafür, einfach weil ich eine Veränderung haben wollte und ich mir selber gesagt hätte, ey, Nele, jetzt sei kein Frosch, du machst das jetzt und ja, deswegen. was ich auch gelesen habe, vielleicht hilft euch das, falls ihr dieses Problem habt. Es gibt so Schlupfnippel, Schlupfbrustwarzen, die gehen halt nach innen und falls ihr das habt, könnt ihr Nippelpiercings machen lassen und so habt ihr dieses Problem, sage ich mal, beseitigt. Also ja, das... Ich hatte ja vorhin erklärt, dass dieser Stab macht den Nippel, dass er steht. Und falls ihr dieses Problem habt, geht mal zum Piercer, lasst euch da beraten. Weil viele sind damit so uncomfortable und so ist das vielleicht eine Möglichkeit, dass ihr das nicht mehr habt. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich habe mich gerade richtig blöd ausgedrückt irgendwie. Was ich euch auch noch erzählen möchte, ich wollte mir ja am Anfang erst nur den einen Nippel piercen lassen. Aber ihr müsst bedenken, dadurch, dass der Stab da drin ist, wirkt der eine Nippel dann auch größer. Und das bleibt auch so, wenn man das ausnimmt. Also dürft ihr jetzt nicht vorstellen, dass der dreimal so groß wird oder so. Aber man würde es halt sehen. Und das war halt auch der Grund, warum ich auf jeden Fall beide machen wollte, weil ich Angst hatte, dass ich irgendwann, wenn ich sie rausnehme, mich das so stört, dass der eine ein bisschen größer ist als der andere, dass ich mir dachte, ey komm, da mache ich jetzt auch beide. Und außerdem, beide sind halt Tatsache einfach schöner. Jedenfalls möchte ich, dass ihr das auch wisst. Ihr müsst bedenken, die Nippel werden ein kleines bisschen größer durch diesen Stab halt. Und das bleibt auch so, wenn man die rausnimmt. Ja. Und ich habe eine Frage, an die ich mich erinnere unter meinem letzten Video zu den Piercings. Ich wurde gefragt, beziehungsweise da hat mir ein Mädchen geschrieben, dass sie das Gefühl hat, sie hat zu kleine Nippel dafür. Geht einfach mal zum Piercer, lasst euch beraten. Manche Piercings sind anatomisch einfach nicht möglich bei euch. Zum Beispiel bei mir war es das Septum. Ich bin zu Skinbox gegangen, habe gefragt, ey, ich hätte gern Septum. Und die meinten, ey, sorry, das geht aber nicht bei dir, weil mein Septum, also das Häutchen, ist zu klein. Jeder normale andere Piercer hätte das runtergezogen und durchgesteckt, aber das ist nicht gut. Deswegen geht zu einem guten Piercer, lasst euch beraten, fragt, ob das möglich ist und wenn nicht, scheiße gelaufen, dann müsst ihr euch ein anderes Piercing aussuchen. Stört es beim Schlafen, also wenn man auf dem Bauch liegt? Ich kann inzwischen wieder auf dem Bauch liegen und ich denke mal, wenn die abgeheilt sind, dann stört auch nichts. Bist du empfindlicher an den Nippeln jetzt oder sind sie jetzt dadurch abgestumpft? Also das, na, warte. Also, dass man dadurch nicht mehr stimuliert werden kann. Also, ich kann mir vorstellen, dass man da noch stimuliert werden kann. Und ich habe ja erzählt, dass sie sich danach extrem empfindlich angefühlt haben. Und das sind sie auch immer noch. Findest du, die sehen dadurch schöner aus? Ja, auf jeden Fall. Also, ich hatte jetzt nie so riesige Komplexe mit meinen Brüsten, aber jetzt denke ich mir so 10 out of 10. Nein, keine Ahnung. Also ich finde es wirklich richtig, richtig schön und das macht mich viel selbstbewusster so. Also, keine Ahnung. Was denken zum Beispiel deine Eltern darüber und was kannst du bis jetzt zum Heilungsprozess sagen? Also meine Mutter findet das ganz, ganz furchtbar. aber ganz ehrlich, es ist mein Körper. Ich werde dieses Jahr 20 und sie kann mir sowieso nichts mehr so sagen. Deswegen, ja. Mein Vater, keine Ahnung.
Aber ich kann mir vorstellen, dass er es auch nicht gut findet. Heilungsprozess läuft bei mir wirklich richtig gut. Man sagt, ich weiß nicht mehr ehrlich gesagt, was meine Piercerin gesagt hat, aber es kann halt sechs Wochen ist immer ja so normal oder so, ne? Aber es kann halt auch immer länger dauern. So bei manchen sind die bis nach einem Jahr nicht abgeheilt. Das heißt aber, das hat mir Laura erzählt, also eine Freundin von mir, dass die dann zu nah am Vorhof gestochen sind, also sozusagen was um den Nippel rum ist, und so können sie nicht abheilen. Deswegen. Wann kann man die Piercings austauschen, also andere Stecker reinmachen? Wie lange denkst du, wirst du sie tragen für immer oder willst du sie irgendwann mal rausnehmen? Stecker austauschen lassen, keine Ahnung, aber ich werde meine auch nicht austauschen lassen, weil, okay, ich werde sie vielleicht kürzen lassen, aber ja, da gehe ich dann irgendwann mal zum Piercer und frage, wann ich das machen kann, ob ich das mache oder was auch immer. Keine Ahnung, musst du einfach mal deinen Piercer fragen. Und ob ich denke, dass ich sie für immer trage? Nein, das werde ich nicht, weil wenn ich irgendwann ein Kind habe und anfange zu stillen, dann ist es besser, sie rauszunehmen. Die Frage kommt, glaube ich, nämlich auch noch, kann man damit noch stillen? Theoretisch ja, aber es kann sich immer mal eine Kugel lösen und dann hat das Kind die Kugel verschluckt, was ganz nicht gut ist, ganz furchtbar ist. Und es ist einfach wahrscheinlich auch ziemlich unangenehm, kann ich mir vorstellen. Deswegen, falls ich dann irgendwann mal ein Kind bekommen sollte, werde ich sie auf jeden Fall rausnehmen. Aber sonst, falls ich forever alone sterbe, dann werde ich sie für immer tragen. Wo genau liegt der Stichkanal? Ich meine, im entspannten Zustand sieht der Nippel anders aus als im steifen. Wie wurde da beim Stechen vorgegangen? Ich muss sagen, als ich mich ja so frei gemacht habe, wurde mir ja kalt und so hat sie das angezeichnet, dass die Nippel so ein Zentimeter vor dem Vorhof, so hier ist der Vorhof und da drüber wurde dann halt durchgestochen, sodass sie halt schweben und nicht irgendwie drücken, wenn man halt entspannt ist oder so. Deswegen, aber ganz ehrlich, wenn du einen guten Piercer hast, der weiß, wo der da durchstechen muss und wo nicht. Deswegen. Wie sehr sieht man das durch Klamotten durch, wenn man kein BH trägt? Also, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Wahrscheinlich nicht, aber wenn ich so ein anderes Oberteil anhabe, also es kommt halt auch aufs Oberteil an, ne? Man sieht die jetzt nicht so durch einen dicken Pullover oder so. Aber manchmal sieht man die halt schon durch, aber mich stört das nicht so. Wen interessieren deine Nippelpiercings? Zeigen kannst du und tust du sowieso nicht, lol. Ich fand diese Frage ziemlich amüsant, weil mich haben sehr, sehr viele danach gefragt und finde solche Kommentare dann immer ein bisschen unnötig. Wenn es dich nicht interessiert, wie gesagt, dann geh. Ciao. Bye. Würdest du es nochmal machen, also bereust du es? Bereuen tue ich es auf gar keinen Fall. Beste Entscheidung meines Lebens. Keine Ahnung, aber nochmal machen kann ich jetzt auch nicht sagen, weil ich habe sie ja jetzt. Wenn man sie nicht mehr mag und sie rausnimmt, verheilt der Stich komplett. Kann ich mir vorstellen, aber wann das dann komplett zugeheilt ist, weiß ich nicht. Tut das wirklich so, so krass weh? Ich kann mir vorstellen, ohne Betäubungscreme tut das sehr, sehr, sehr doll weh. Aber mit dieser Betäubungscreme geht das eigentlich relativ klar, fand ich zumindest. Und ja. Aber ihr müsst euch immer denken, dass es vielleicht eine Minute, die ihr da insgesamt mit dem Schmerz vom Stechen leben müsst. Gut, die Zeit danach ist unangenehm. Das war bei mir bestimmt so 4-5 Stunden danach, war das unangenehm, bis ich irgendwann eingepennt bin. Und dann, jetzt ist alles cool so. Ja, ich glaube, Entschuldigung, das waren alle Fragen, die ich bekommen habe. Ich werde auf jeden Fall noch nach, ja, keine Ahnung, ein paar Monaten ein Update drehen, wie es dann aussieht, ob sie komplett verheilt sind oder ab und zu noch siffen, whatever. Ich muss auch sagen, meine siffen nicht. Also ich habe da bis jetzt keine großen Probleme gehabt. Gut, wie gesagt, als ich hängen geblieben bin, der Tag danach, kam so ein bisschen Wundflüssigkeit, aber sonst ist da alles cool und da bin ich richtig froh drüber, weil ich hatte wirklich Angst, dass ich auch wieder Probleme damit bekomme und sie dann wieder rausnehmen muss und whatever. Ja, ich würde mal sagen, das nächste Video wird auf jeden Fall über meine Haare sein. Ich habe euch nämlich ein Video versprochen, wie man kaputte Haare wieder gesund bekommt und wie ich es geschafft habe, von totblondierten Haaren zu dieser Mähne zu kommen. Nein, keine Ahnung, aber ihr wisst, was ich meine.
ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich habe euch vielleicht den Mut gegeben, jetzt auch direkt zum Piercer zu rennen und euch die Nippel piercen zu lassen. Ich persönlich bin richtig zufrieden damit, begeistert. Es tat weh, es tat aber auch jetzt nicht so weh. Keine Ahnung, es ist bei jedem unterschiedlich eigentlich, das müsst ihr auch bedenken. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ihr seid auch ohne Nippelpiercing schön und habt schöne Bubis, also macht euch da keine Sorgen. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Die nächste Zeit wird wahrscheinlich auch ein Video kommen, was mir noch ein bisschen am Herzen liegt, wo ich auch ein bisschen mit euch schimpfen muss, aber darüber werden wir noch reden und bis dahin würde ich sagen, habt eine schöne Zeit und tschüss!